Aber für ihn ist das nichts. Warum sollte man Sex im Auto haben, wenn man es auch zu Hause im Bett machen kann? Ja, okay. Okay. Ja, da kommen wir gleich zu dem Toxometer, was ich hier gerne heute mal einführen würde. Freunde der Nacht, hier ist Christian Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und wir haben heute, finde ich, ein sehr spannendes Thema, wenn ihr übrigens so Kaugeräusche hört im Hintergrund, das ist unser 5 Meter großer Hund, der irgendwelche Ohren zerlegt, ich weiß es nicht. ja, wir haben heute, Alter, Juli, ey. Geht's denn? Ja, okay, es wird noch ein bisschen dauern. Sehr wichtiges Thema, nämlich, wie ist das? So, du hast es geschafft, du hast dich aus toxischen Beziehungen endlich befreit, du bekommst das, was du dir immer gewünscht hast, nämlich eine sichere Beziehung und du freust dich auch erst und ja, und dann wirst du eventuell mit einem neuen Problem konfrontiert. Das Leben bietet ja immer wieder Überraschungen und das schauen wir uns hier mal an. Von der Zuschauerin. Hallo Christian, du begleitest mich schon seit Jahren mit deinen Büchern, Kursen und Videos in meinem Leben. Ich denke, dadurch habe ich auch große Fortschritte gemacht. Ja, mach die Fucking-Kurse. Selbstliebe-Challenge geht gerade wieder eine neue Gruppe los. Manifestations-Challenge steigt heute noch ein. Ja. 1. April. Und auch der Verlustangstkurs die letzten Tage zum Frühpreis. So, nun bin ich aber in eine Situation gekommen, in der ich nicht weiterkomme und ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich bin Ende 20, hab eine Mutter, du hast auch eine Mutter, du hast auch ein Kind und habe es ja auf deinen Kanal geschossen und in ziemlich jeder Art von toxischen Beziehungen durchlebt. Dabei war ich sowohl Plus- als auch Minuspol. Ja, das ist, ja, Nun bin ich seit 3 Jahren in einer gesunden Beziehung. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das schaffen nicht viele, habe ich so den Eindruck, die natürlich ihre Stärken und Schwächen hat. Aber mein Programm ist wirklich designed dafür, also mach die Kurse. Aber grundsätzlich stabil ist. Mein Freund ist ein Goldschatz und bringt alles mit, was Frau sich wünscht. Er ist attraktiv, beruflich erfolgreich, ein absoluter Familientyp. Um mein Kind kümmert er sich liebevoll, als wäre es sein eigenes. Er wirkt auf mich immer sehr polar und er kommuniziert seine Standards und Grenzen sehr klar. Also hier können wir schon mal ausschließen, das ist, was ich ja immer sage, man soll sich jemanden suchen, wo es keine Fragen gibt, dass man attraktiv findet, polar findet. Dass man das schon mal aussortiert hat, so, ne? Okay. Deswegen ist das wirklich perfekte Mail für diese Fragestellung. Unser halber Leben war auch immer überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Also eigentlich das perfekte Match. Nun bin ich aber nur halb so glücklich, wie ich sein sollte. Und das macht mir extrem zu schaffen. Hört diese Worte? Ich meine, das ist jetzt nicht immer so, wie das hier ist. Also ich kriege immer wieder Mails, hey, ich bin einfach nur fucking glücklich in meiner neuen Beziehung. Aber das ist nicht ungewöhnlich hier. Also absolut nicht ungewöhnlich, wenn man wirklich Liebeship hat mit immer nur toxische Beziehungen, immer nur Drama und dann ist das Drama plötzlich weg. So kann das dann aussehen. Erste Verliebtheit ist auch weg. Ja, man stellt dann vielleicht fest, wir denken ja immer, Beziehungen machen uns glücklich, aber das ist für mich wieder der Beweis, dass wir können uns nur selber glücklich machen. Also der Partner, der kommt irgendwie dazu und sicherlich ist man mal glücklich, wenn man verknallt ist oder gerade eine gute Phase hat in einer Beziehung und manchmal ist man auch unglücklich, wenn man gerade eine schlechte Phase hat. Also das ist, Partner spielt nicht so eine Rolle, wie, glaube ich, die meisten denken, wie ich auch früher gedacht habe. So, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es Bindungsangst ist oder nicht vielleicht auch ein größeres generelles Problem. In letzter Zeit ist es ein Gefühl in mir gewachsen, das ich nicht wirklich fassen oder beschreiben kann. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich ein Leben nach Drehbuch führen, das in jedem, das jedem gefällt, nur mir nicht. Wir leben in der Vorstadt, er geht arbeiten, ich studiere. Zurzeit suchen wir nach einem Haus mit Garten. Geplant waren ein Hund und ein zweites Kind. Ja, also ich verstehe das absolut. Ich verstehe dich da voll. Naja, ich meine, es gibt natürlich auch einen Grund, also jetzt könnte man natürlich, die einfache Antwort wäre natürlich, ja, du musst nicht so ein angepasstes Leben leben, geh nach Berlin Mitte und was, zieh dir verrückte Sachen an und geh in KitKat Club und was weiß ich. Aber es hat ja einen Grund, dass viele Leute so leben, das ist doch, ja, irgendwo auch befriedigend ist für viele, ne? Ich meine,
Also ich war auch sehr gegen Hund, aber ich muss auch sagen, Hund ist wirklich richtig cool irgendwie. Und ja, Leben in der Vorstadt, ja, versuch mal mit Kindern in der City zu leben, anstrengend, kann man alles machen, ne? Also ja, einer geht arbeiten, einer studiert. Gibt Gründe, warum viele Dinge so sind, weil sie praktisch sind und nicht, weil alle Leute so unfassbar spießig sind, so, ne? Ich vermisse es, für niemanden verantwortlich zu sein, außer für mich selbst. Abends um 22 Uhr einfach aufzustehen, um mir beim Supermarkt ein Eis zu kaufen, wenn ich Lust drauf habe. Ja, also da ist jetzt überhaupt nichts gegen zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob das Bindungsangst ist, aber das haben Menschen typischerweise diese Probleme, die immer, also es kann schon ein bisschen Bindungsangst sein, auf jeden Fall. Also das ist so ein typisches Problem, wenn man immer nur Drama-Beziehungen hatte als Kind schon. Ruhige Beziehung hat, dann wird alles so ein bisschen, oh, wo ist der Kick und und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich auch, ja, dass sich normale Beziehungen normal anfühlen, ne? Und eben nicht jeden Tag hyper, hyper, hyper sind und dass wir Menschen ticken nun mal leider so. Wenn wir keine Beziehung haben, dann wird eine Beziehung vergöttert, aber Beziehung, Beziehung, Beziehung. Wenn wir dann aber längere Zeit eine Beziehung haben, ja, dann ist es wieder, ach ja, Mensch Gott, als ach, war das schön, nachts um 10 Uhr ein Eis kaufen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt plötzlich wieder Single wärst, ja, vielleicht wärst du eine gewisse Erleichterung. Also jede Trennung ist auch immer erstmal eine kleine Erleichterung. Aber dann würdest du, glaube ich, relativ schnell feststellen, ja, warum muss ich mir jetzt heute Abend alleine um 22 Uhr mein Eis kaufen, würdest du vielleicht feststellen. Und wie blöd ist das denn? Also ist ja immer nur so cool, bis es dann wieder auch das wieder langweilig wird, so, ne? Deswegen glaub gerade mit so einem Gehirn, wie du es hier hast, also ich kann mich da echt reinfühlen, ist es dann gut, zu sehen, dass man sonst im Leben nicht zu viel das Gleiche hat, ne? Dass man sich Thrill sucht und ja, und warum kannst du nicht abends in 10 Uhr in den Supermarkt gehen und dir ein Eis holen und dein Kind hättest du ja auch so ohne die Beziehung. Und wenn der Mann das komisch findet, findet das eben komisch, wenn du dir um 22 Uhr ein Eis holst. Ne? Also mach ruhig verrückte Sachen. Ne? So. Jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Wir leben in der... Ja, das hatten wir schon... Zurzeit suchen wir ein Haus mit Garten, geplant war ein Hund und ein zweites Kind. In unserer Nachbarschaft wohnen zum größten Teil verheiratete Paare, Anfang 30 mit Kindern, und sie scheinen relativ zufrieden zu sein. Also glaub mir eine Sache, wenn du da länger wohnst und Einblick bekommst, wirst du sehen, dass es überall das Gleiche ist. Also das kann ich dir sagen, ist überall das Gleiche. Also wenn du denkst, ich habe das früher auch mal gedacht, und dann begleitet man so Paare und hat man Kinder in der Schule gemeinsam und man begleitet Paare über viele Jahre und sieht, dass sie alle mit dem gleichen Scheiß zu kämpfen haben. Und die einen haben vielleicht mit dem einen nicht zu kämpfen, dafür haben sie vielleicht mit sterbenden Eltern zu kämpfen, Krankheiten zu kämpfen, eigene Krankheiten zu kämpfen, Trennung zu kämpfen, wirtschaftlichen Niedergang zu kämpfen, was weiß ich. Das, aber natürlich wollen sich alle nach außen mal so darstellen, weil man will ja nicht zugeben, dass man es eigentlich... Also das, man fühlt sich auch immer an wie so ein Scheitern, wenn man nicht richtig glücklich ist. Man will es ja nicht zugeben, ich bin nicht richtig glücklich. Wo bin ich gescheitert? Ich mache doch alles richtig so, ne? Also das ist nicht der Fall, das kann ich dir sagen, ne? Also was ich immer krass fand, also gerade habe ich ja nicht mehr so, also so viel Leben hier, so ein bisschen unser introvertiertes Leben. Aber als ich noch viel mehr Kontakt hatte, als meine Kinder noch in der Schule waren, zu anderen Eltern, wie viele Leute trinken in ihren 30ern, 40ern, 50ern, es ist unfucking fassbar. Also wenn alle Menschen so glücklich wären, es wird einfach unheimlich viel Alkohol getrunken. Es ist Wahnsinn, Leute. So, ich dachte immer, dass es mein Ziel sei, irgendwann zu diesen Leuten zu gehören, die einfach existieren, arbeiten, ein Haus bauen, Familie gründen und einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Die letzten 10 Jahre hat dieses Narrativ wie eine Karotte an der Schnur von meinem Gesicht gewurmelt und mich angetrieben, weil ich dachte, das sei der Sinn meines Daseins. Ja,
Und aber wir Menschen sind halt so, es kommen immer neue Wünsche auf. Und ja, vielleicht, wie gesagt, deswegen, also ich würde dir auch raten, Modul 2 oder mein Kurs Spiritualität und nice, geiles Leben, mal zu gucken, was hast du für Lebensziele so, ne, außerhalb der Partnerschaft auch und die wirklich völlig rücksichtslos, hätte ich was gesagt, zu verfolgen. Was willst du noch machen? Willst du ein Jahr auf Bali leben? Willst du ein Jahr in Castrop-Rauxel leben? Willst du mal durch eine Kohlegrube laufen? Willst du Handstand machen in Tokio und wirklich diese Lebensträume konsequent zu verfolgen? Allerdings, ich kann dir, das ist auch richtig so, solltest du auch machen. Nur, das ist ja was, glaube ich, die spirituellen Lehrer immer sagen, so, oder was Eckhart Tolle, glaube ich, auch immer sagt. Also, letzten Endes, ja, wie soll ich sagen, ist es so ein ewiges Kreisen, Samsara oder wie die sagen, ne? Dieses alles ist ein Auf und Ab und unsere Psyche neigt halt dazu, sich immer wieder auf die Mitte zu fokussieren. Das geht ja nach hinten, nach unten auch. Du erlebst grausige Sachen und ein paar Wochen später bist du wieder in deiner Mitte, einfach weil wir unser Gefühlsleben immer wieder in die Mitte tendiert, so, ne? So, die letzten 10 Jahre, ja, und dann mit dem Narrativ, ja, das denken ja immer alle, das ist sowieso, das denken immer alle, wie viele umliegende, feste, stabile, feste Beziehungen haben und dann haben, also du hast es ja immerhin geschafft bis hierhin, das ist ja super, ne? Und dann haben sie einen sicheren Partner und dann ist schon im Dating scheitert schon alles, weil, ach Gott, ist ja kein Drama und, also was sagt uns das? Wir sollten wirklich, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber wir sollten den Tag genießen, den wir gerade haben, egal, ob wir jetzt in einer toxischen, in einer gesunden Beziehung, man sollte wirklich immer das Beste aus dem Tag rausholen. Jetzt muss man eigentlich auch sagen, falls irgendjemand denkt, es ist ja alles egal, was wir machen, dann lebe ich eben toxische Beziehungen, erinnerst dich vielleicht nicht mehr so richtig, aber du weißt, du hast mit Sicherheit viel mehr gelitten in toxischen Beziehungen als hier. Also das Leiden ist nicht so groß, garantiert nicht. Und das ist halt eher jetzt so diese ja, andere Ende der Fahnenstange, wenn es dann zu ruhig wird. So. Nun habe ich scheinbar alles und bin nicht zufrieden damit. Man muss dazu sagen, dass ich ungeplant relativ jung Mutter geworden bin und die ersten 3 Jahre ohne Partner und familiäre Hilfe gestemmt habe. Dadurch habe ich fast meinen gesamten Freundeskreis verloren und war komplett unfrei in allen Lebensbereichen. Ja, da sieht man ja, dass es viel auch gar nicht mit der Partnerschaft zu tun hat. Verstehe ich total. Du hast deine Partyjahre ein bisschen verpasst. Und ja, das ist auch die Frage, warum muss es jetzt, ich meine, ich will jetzt gar nicht eingreifen in die Entscheidung, aber warum muss es ja noch ein zweites Kind sein? Weil wenn du deins groß hast, 6 Jahre, das, ich meine, du bist Ende 20, das heißt mit, sag mal, mit 14, 15 sind ja die Kinder quasi überhaupt nicht mehr zu Hause. Das heißt, in 8 Jahren mit 34, 35, vielleicht hast du auch dann keinen Bock mehr auf Beziehungen, wir wissen es nicht, kannst du Party, 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 Party machen noch, ne? Jahrzehntelang, ne? Das ist ja nur, die einen haben es vielleicht früher, die anderen machen es später, ne? Und mit dem Freundeskreis verloren, das scheint ja sowieso so ein Phänomen der Zeit zu sein. Könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Ich habe das Gefühl, seit Corona geht irgendwie alles im Bach runter, was so Freundschaften angeht, keine Ahnung. Also nicht, dass es irgendwas mit Corona zu tun hat, aber seit dieser Zeit. So, aber schauen wir mal weiter, weil das ist wirklich eine super Beschreibung hier. Dadurch, ja, während alle in meinem Alter zu Uni gegen Auslandssemester machten und ihr Leben völliger Freiheit lebten, habe ich Windeln gewechselt. Ja, aber es kann auch sehr befriedigend sein, obwohl ich meine Tochter immer über alles liebe. Ja, da haben wir keinen Zweifel dran, bin ich sehr oft unglücklich darüber. Meine Tochter wird jetzt immer selbstständiger. Ich bin am Ende meines Studiums angekommen und habe durch meinen Freund, der mich sehr unterstützt, mehr Freiheiten als noch vor einem Jahr. Ja, geht ja dein Eis holen um 22 Uhr. Würde ich sagen, ne? Seit einem halben Jahr werde ich nun eigentlich gefühlt jeden Tag unzufriedener. Es gibt Phasen, in denen ich manchmal weinend im Bett liege, weil ich unglücklich bin mit der Art und Weise, wie wir leben. Ich vermisse es, für niemanden verantwortlich zu sein, außer... Ah nee, das hatte ich ja schon.
Ja, hatte ich schon. Sorry, ich kriege den Text leider immer so ohne Absätze. Spontan und frei zu sein, was eben meiner Natur liegt. Ich war immer gern abends unterwegs mit Freunden, war auf Feiern, auf Konzerten oder allein auf Reisen. Auch das kannst du alles machen, auch in einer Beziehung. Ne? Man könnte es beschreiben als eine kleine Flamme, die mir brennt, die nicht wirklich kompatibel ist mit dem Familienleben. Ja, aber niemand mit uns ist hundertprozentig kompatibel mit Familienleben. Manche vielleicht zu 95%, manche eben ein bisschen weniger, ne? So genau weiß ich nicht einmal, ob das Kind, ob es die Beziehung oder sogar beides ist. Ich spreche so offen mit meinem Freund drüber. Ist natürlich sehr trifft, aber zu einer Lösung kommen wir nicht. Ich würde es nicht zu viel, sag ich mal, als Rat an Ex, Liebessüchtige, ich würde es nicht zu viel mit dem Partner besprechen, weil du kreierst damit immer mehr Unruhe und Stress für deinen Partner und in letzter Konsequenz wird er dir auch nicht groß dabei helfen können, so vermute ich mal. Oft werden Kompromisse geschlossen, die das Feuer vielleicht kurz zähmen und damit es kurze Zeit später als riesiges Buschfeuer wieder auftaucht. Ja, aber so sind Beziehungen, das ist Kompromisse machen. Im Januar beispielsweise hat er mir das Kind für 3 Tage abgenommen. Ich bin nach Nord-Süd-Jemen geflogen, wo ich mit einer größeren Gruppe in einem Zeltlager in der Wüste geschlafen habe. Ja, cool, mach das. Wir hatten uns erhofft, dass es mich irgendwie besänftigt, wenn ich mir diesen Traum erfüllen kann, jedoch irgendwie hat es eher das Gegenteil bewirkt. Blut geleckt sozusagen. Ich bin völlig durch den Wind, als hätte man mich in 2 unvereinbare Stück gerissen. An manchen Tagen liebe ich unser Familienleben sehr. Versuche dankbar zu sein und das Beste aus meiner Situation zu machen. Ich würde das Ganze auch nie aufgeben wollen und weiß, dass ich genauso totunglücklich wäre, wenn ich mich trenne oder ähnliches. Zumal ich meine Mutterschaft auch niemals aufgeben kann. Ja, das stellen wir auch gar nicht in Frage. Es gibt aber auch Tage, an denen eine Stimme mir sagt, dass das Leben zu kurz ist für Kompromisse und dann handle ich bei vollem Bewusstsein komplett egoistisch. Sowas, wenn ich mir zustehen würde, weil ich jahrelang verzichtet habe. Ja, das ist häufig so ein Gedankengang, der übrigens, ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich egoistisch verhältst, aber Leute, die sich sehr egoistisch verhalten, das ist genau der Gedankengang, den die dann immer haben. Ich habe es mir verdient, ich habe es verdient, ich darf die Regeln brechen, weil ich so lange gelitten habe. Und ja, da wäre ich vorsichtig mit diesen Gedanken. Auch genau auf diese Weise habe ich die Probleme jetzt vor 2 Monaten einen Höhepunkt gefunden, als ich einen Kommilitonen kennengelernt habe. Ach, jetzt kommt noch der Kommilitone ins Spiel, okay. Und wirklich wie in einem Hollywood-Streifen von einem Moment auf den anderen eine absurd starke Anziehung gefühlt habe. Ja, aber das war leider wahrscheinlich wieder ein altes Beuteschema. Ich denke, dass das Universum etwas sagen wollte. In einem älteren Video von dir sagtest du, dass es beim Fremdverlieben oder in so einer Phase stark darauf ankommt, ob man damit einen Mangel kompensiert. Ja, absolut richtig. Oder das Interesse wirklich an der Person besteht. Ich denke tatsächlich, bin eher in das Gefühl verliebt, was dieser Mann in mir in dem Moment geben konnte. Ja, aber das alles ist normal. als ich weg war von zu Hause und ungezwungen Zeit mit ihm verbracht habe. Deswegen habe ich zu Hause versucht, eine Menge zu ändern. Wollte das für uns nutzen, um die Beziehung wieder anzupacken. Wir sind auf meinen Wunsch öfter ausgegangen. Ich habe verschiedene Dinge versucht, gemeinsam zu machen, bei denen ich wusste, dass sie mir gefallen würden. Aber irgendwie sind die Dinge doch oft gescheitert. Zum größten Teil, weil er damit nichts anfangen konnte oder vielleicht auch zu bieder ist. Nur wegen einem Eis mal loszufahren, würde sich ja nicht lohnen, sagt er. Zelten ist so unbequem. Die Paarmassage wäre gut gemeint gewesen. Ja, das ist natürlich blöd, wenn er da gar nicht mitmacht. Das ist, finde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen negativ. Aber für ihn ist das nichts. Warum sollte man Sex im Auto haben, wenn man es auch zu Hause im Bett machen kann? Ja, okay. Okay. Ja, da kommen wir gleich zu dem Toxometer, was ich hier gerne heute mal einführen würde. Das berühmte, noch ist es nicht so berühmt, das Toxometer. Da kommen wir gleich zu. Danach war ich noch frustrierter als vorher. Ich habe meinen Kommilitonen das damals erzählt, was wahrscheinlich auch ein großer Fehler war. Alter, was soll das denn bringen? Jetzt machst du, gut, jetzt hast du mal jemand anders hot gefunden, okay, aber jetzt machst du hier, ja, jetzt machst du hier das Dreieck auf, ne? Klar, jetzt versteht er dich und ach ja, ja, ist alles so wieder dein Leben. Ja, verstehe. Wann kann ich dich endlich vögeln? Ja. Er sagt immer, wie glücklich er sich schätzen würde, wenn er mich als Freundin hätte. Was machst du denn da?
würde mit mir Eis kaufen fahren, erzählt mir dann durch die Blume, dass er genau das machen würde, was mein Freund nicht tut. Ich würde dich so gerne im Auto durchknallen jetzt und du, oh, ja. Ja, und meinst, das löst jetzt deine Probleme, diese Geschichte hier? Weiß nicht. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Offiziell waren wir nur befreundet, aber es war recht bald ein offenes Geheimnis, dass wir gegenseitiges Interesse aneinander hätten. Du lässt das viel zu viel heiß laufen hier. Ja, finde ich. Also. Na echt. Er suchte irgendwann das Gespräch mit mir in der Bibliothek. Boah, vielleicht kann er euch gleich in der Bibliothek nehmen. Und sagte mir, dass wir den Kontakt abbrüchen müssen, weil er spürt, dass zwischen uns etwas ist und er keinen Kalt in meine Beziehung treiben möchte. Was er aber schon längst tut. Also, ich meine, das ist alles Alltagswahnsinn. Also, jetzt, wie gesagt, hier ist kein böser Wille. Er finde ich ja wahrscheinlich wirklich gut. Und ja. Ich wusste natürlich, dass er recht hat und habe mich schrecklich gefühlt, wollte ihn aber auch nicht gehen lassen. Also, ich vermute mal nicht, dass er das bewusst macht, aber was ich sagen kann, das ist eine sehr mächtige Taktik, jemanden dazu zu manipulieren, dass er einen noch viel mehr will. Aber ich glaube, wie gesagt, glaube ich es nicht, dass er das bewusst macht, aber sehr mächtige Taktik, wirkt sehr polar und ist genau was, was viele Frauen spannend finden und Drama. Also, mehr können wir natürlich auch, aber hier haben wir so dieser Mann, der sich zurückzieht und ja, hab angefangen zu weinen und ihn gefragt, was ich hier machen soll. Und er sagte, ich soll mich in Zweifelsfall für meinen Freund entscheiden. Ja, es findet sie natürlich noch besser, weil er so edel ist. Und danach war also ich finde das keine guten Verlauf dieser Kommunikation. Also es war ganz ehrlich, zum Toxometer kommen wir gleich noch. Ganz ehrlich, ey, wenn die Beziehung durchgängig zu langweilig ist und du einfach keinen Bock mehr drauf hast und dich in jemand anders verliebst, ja, dann trenne ich halt so, ne? Was ist das Toxometer? Das Toxometer ist, dass wir unser Leben einstellen können auf der toxischen Skala, so, ne? Und du kannst immer in hochtoxische Beziehungen gehen, da ist das Toxometer auf 100 und du leidest aber wie ein Tier und blutest aus und ja, wissen wir alle, was dann passiert. Oder du fährst dein Toxometer auf 10-0 in deinem Leben und denkst, Alter, ich halte das nicht aus, mein Gehirn braucht Anregung, Anregung, Anregung. So, das heißt, du musst das Toxometer ein bisschen höher fahren, ein bisschen mehr in die Mitte bringen. Und das ist natürlich jetzt nur eine Metapher, das Toxometer, aber was heißt das? Du müsstest deine Beziehung unvorhersehbarer machen, verrücktere Sachen machen, deine Beziehung mehr an die, aber mit offenem Visier, ein bisschen mehr an die Grenzen bringen, was natürlich, weil ich schon versucht habe, das wäre vielleicht mal zum Tantra-Workshop gehen oder so. Spannendere Sachen im Alltag machen, wilderes Leben leben. Also müsstest du sagen, das Toxometer wäre ein bisschen höher fahren. Das kann man in einer sicheren Beziehung machen. Also es ist leichter, das höher zu fahren, als es von oben runter zu kriegen. Das wissen wir ja alle. Das könntest du einstellen. Aber ganz ehrlich, ey, wenn du keinen Bock mehr hast auf deinen Freund, dann ist es so, ne? Ich meine, es zwingt dich jetzt niemand, dein Leben perfekt zu leben, in der Vorstadt-Idylle zu bleiben, nur weil es jetzt eine sichere Beziehung war, 3 Jahre darin zu bleiben, zwingt dich niemand. Also kannst du ja neue Entscheidungen treffen, ist alles in Ordnung. Aber fang nicht einmal zum Drecksdreieck jetzt hier. Und ich finde das Gespräch insofern nicht gut, weil was ist das für eine. Also ich hoffe für dich, dass das nicht so ein super manipulativer Typ ist. Wirklich, ich hoffe es. Ich bete für dich, das ist kein super manipulativer Typ ist, weil was ist das für ein Drecksgespräch? Also wenn ich eine Frau kennenlernen würde und ich finde die richtig und ich bin auch noch in den 20ern und ne, man hat sich so, ne, und sagen wir mal, ich wäre nicht in den 20ern so, ne. Hatte auch mal, so eine Freundin habe ich auch mal so gekriegt, ne, da haben wir uns kennengelernt auf so einem Kongress und bam, hat total eingeschlagen und haben den ganzen Kongress zusammen verbracht und sie war in einer Beziehung und ja, ich meine auch, ich war mal jünger, also vielleicht auch nicht immer alles richtig gemacht, aber gut, das Leben ist ja auch nicht dafür da, mal richtig zu machen. Auf jeden Fall sind wir da am Ende dieses Kongresses auch irgendwie in der Kiste gelandet und dann, ja, dann habe ich aber nicht gesagt, geh zurück zu deinem Freund, sondern habe gesagt, hey, ich finde es super, ich will mit dir zusammen sein, ne? Und dann, ja, dann hat sie irgendwie 5 Minuten überlegt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, und hat gesagt, ja, okay, ich trenne mich von meinem Freund, hat sie auch sofort gemacht und bums, wir waren zusammen. Manchmal gehen Beziehungen so
enden und eine neue fängt an. Das ist so, ne? So sind wir Menschen halt. Aber was er macht, finde ich extrem scheiße, sage ich ganz ehrlich. Was ist das für eine Dreckskommunikation? Also er redet, er macht dich heiß, er sagt, oh, ich würde dich gern so im Auto so richtig am Lenkrad und gib ihm auf dem öffentlichen Parkplatz am besten, scheißegal. Und danach noch ein Eis holen um 22 Uhr im Supermarkt. So, und dann sagt er aber, ich bin ein Gentleman. Geh zurück zu deinem Freund. Ja, dann soll er dich erst gar nicht so heiß machen. Und wenn er, also entweder will dich oder will dich nicht. Also deswegen, ich hoffe für dich, dass es nicht wieder so eine manipulative Drecksscheiße ist. Weil irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Aber schreibt mir uns gerne mal, wie es ausgeht. Ich denke, alle interessieren uns dafür. Ach Gott, das wird noch schlimmer, glaube ich. Oh Gott, ich hätte die Mail mal vorher lesen sollen, glaube ich. So, dann Funkstille. Zu Hause ging es trotzdem nicht bergauf. Ich hatte das Gefühl, eine absolut vernünftige Entscheidung getroffen zu haben, war aber nicht glücklich. Über ein paar Tage staut es sich dann an, bis ich ihm irgendwann wie verrückt auf der Uni, ja, also Rejection breeds Obsession. Er hat sich ja auf eine Art zurückgewiesen und jetzt geht dein Bindungssystem durch die Decke. Ne? In der Uni auf dem Weg zum Materialraum hinterhergerannt bin. Er dreht sich um und fragt, ob ich mich getrennt hätte und als ich nichts antworte, sagt er, dass alles, was wir anderen antun, irgendwann auf uns zurückfällt. So ein Spiri-Spruch. Auch geil, echt. Oh Gott, ich halte das lieber aus, Leute. Und da hat er mich einfach geküsst. Ich meine, er macht das echt, also muss ich echt wirklich sagen, das ist ganz großes Game. Ich will niemandem was unterstellen, aber es ist ganz großes Game. Also wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, wie eroberst du im Sturm eine Frau? Also wirklich, muss ich echt sagen, ich ziehe meinen Hut vor diesen Typen, weil das ist ganz großes Kino, was der hier macht. Wirklich, das ist Next Level, ne? Das ist wirklich, hat sich nicht gemeldet, hat sich zurückgezogen, hat Interesse bekundet, zieht sich dann zurück, spielt schon wieder ein bisschen heiß und kalt, sagt dann, Karma wird uns ficken. Und dann küsst er dich. Das ist genau, was man in diesen ganzen Pfennig-Roman immer so liest. Und ja, es ist interessant. Ich gebe es zu, es ist interessant, es macht Spaß. Und ey, weißt du was? Du kannst mit deinem Leben machen, was du willst. Aber versuch fair zu spielen irgendwie. Und ey, wenn du da Bock drauf, wenn du jetzt sagst, ey, oh Gott, 3 Jahre sichere Beziehung, kein Bock mehr drauf, ich will wieder Party. Kommilitonen in der Bibliothek im Materialraum küssen. Ey, ist dein gutes Recht. Dann trenne ich, fertig, bums aus, ne? Aber beschwer dich dann nicht, wenn du deinen sicheren Partner vermisst hinterher und nach kurzer Zeit feststellst, es war jetzt vielleicht doch nicht so nachhaltig, ne? Also dann akzeptier deine Entscheidung, akzeptier die Konsequenzen. Wir wissen jetzt nicht, vielleicht gehst du auch völlig auf in dem Partyleben. Und es ist genau das, was du dir gewünscht hast. Also, wie gesagt, ich habe kein Glas geholt, ich weiß es nicht, aber glaub jetzt nicht, dass du so easy da rausgehen kannst und dass das nicht neues Probleme verursacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber halt uns bitte auf dem Laufenden. Wir sind alle super neugierig. Ich bin wortlos gegangen, habe mich danach nie wieder bei ihm gemeldet. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Okay, krass. Die Gedanken daran verfolgen mich Tag und Nacht. Ja, jetzt hat er dich komplett wieder in die Obsession getrieben, ne? Ja, das sind genau die Ingredienzien, ne? Kann ich mir vorstellen, dass jetzt bist du voll wieder ich will nicht sagen, dass du liebessüchtig bist, aber in diesem Dopamin-Modus drin, ne? Kann kaum noch schlafen. Okay, vielleicht bist du doch mal so liebessüchtig. Die Gedanken daran folgen mich Tag und Nacht. Ich hasse mich wirklich dafür und kann meinem Freund kaum noch in die Augen sehen. Ja, du wirst dem wohl sagen müssen, ne? Er hat mir das verziehen. Oh, wirklich. Hut ab. Also diese Mail nimmt immer wieder überraschende Wendungen. Hätte ich nicht gedacht. Hut ab, dass du mir das gesagt hast. Mega. Also du hast ja auch nichts, also meiner Ansicht nach hast du auch nichts falsch gemacht. Du lebst einfach ein menschliches Leben und sowas passiert halt, ne? Ja. Meine Gedanken dazu, ansonsten habe ich ja gesagt, aber keiner von uns geht hier gerade durch das Leben und wie gesagt, ich finde, du machst das offen, du holst deinen Freund immer wieder ab und ja, es passiert. Also es kann jedem von uns passieren, bin ich sicher. Hätte mir das verziehen, was noch auf Thema. Mein Freund, sage ich, sieht schlecht aus in letzter Zeit. Vielleicht solltest du mir auch mal sagen, dass du dem anderen, ja, Mann, jetzt musst du auch mit auf den Karten spielen, dass du den nicht aus dem Kopf kriegst, so, ne? Spaßiges Thema, ich weiß.
Meine Stimmung sei zeitweise unerträglich und entfalte mich unfair. Der Sex ist auch komplett eingebrochen, weil ich dabei an den anderen denken muss. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Aber es ist, wie es ist. Und irgendwie nichts mehr spüre, obwohl physikalisch alles beim Alten ist. Nothing beats the fantasy. Leider, ich meine, wie gesagt, ich meine, wir sind alle nur Menschen und vielleicht haben wir auch manchmal, das denke ich auch, manchmal vielleicht auch keinen Bock, sich, also vielleicht will unsere Seele manchmal auch Drama haben und wenn deine Seele das wieder haben will, go for it, ne? Aber es ist natürlich wieder eine Fantasiegeschichte, du kennst sie nicht. Fantasien gehen durch die Decke und nothing beats a fantasy. In der Fantasie ist kein Boyfriend hotter als ein realer Boyfriend. ist jeder Boyfriend hotter als ein realer Boyfriend. Oder Boyfriend, oder Boyfriend, Girl. Girlfriend, ja. Vielleicht suche ich gerade einfach nur einen Grund oder die Erlaubnis, eine bis dato gut funktionierende Beziehung zu beenden. Hey, go for it. Meine Erlaubnis hast du, mach was du willst, dein Leben, ne? Aber ich sehne mich nach der hohen See. Okay. Und ich kann nicht beides zur gleichen Zeit haben, das weiß ich. Dass ich meinem Kind die stabile Umgebung nicht nehmen möchte, das war ein großer, vielleicht evolutionsbedingter Faktor. Ja, du bist super bewusst, also ich wirklich. Tolle E-Mail, wirklich. Ich weiß, dass du ungern Ratschläge gibst, wenn Kinder involviert sind, aber vielleicht hast du einen Blick auf die Situation, den ich selbst vielleicht gar nicht habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um mein Leben komplett vor die Wand zu fahren. Oder wie ich das Problem angehe. Vielleicht ist es nur eine Art Midlife-Crisis. Ja, viele Frauen, gut, dass du es ansprichst, haben ihre Midlife-Crisis um die 30. Jetzt kommen wieder blöde Kommentare. Midlife-Crisis um 30. Ja, Dennis meinetwegen. Drittel Life Crisis, mir drecksegal. Aber es ist so, viele Frauen haben ja mit Life Crisis um die 30, weil, ja, ne, kann man nochmal eine zweite Runde starten, ein zweites Kind kriegen und vielleicht willst du es nicht mit dem Mann, ne? Das ist ein gutes Recht. Eine Sinnkrise oder vielleicht doch einmal nur festgestellt, dass meine Vorstellung von Leben eine andere ist, die der breiten Masse. Was würdest du mir raten? Das ist echt schwierig heute. Also wenn du dich jetzt mach du, was du meinst, ne? Aber wenn du dich jetzt nachhaltig in ihn verliebt hast und es wird wirklich überhaupt nicht besser, also natürlich kannst du das, also du kannst diese Verliebtheit ersticken, ne? Durch Modul 0, das ist möglich, du kannst sie ersticken, Bänder trennen, Rote Kreuzübungen, all die ganzen Sachen, die da drin stehen, kannst du es austrocknen, du kannst diese Verliebtheit durch konsequentes dran arbeiten, ausrotten, dass es im halben Jahr weg ist. Ich sage aber nicht, dass du das tun musst, ich weiß auch nicht, ob du das willst, so, ne? Also ich meine, du, hohe See ist genau die richtige Metapher, du begibst dich hier in eine Gefahr und wenn du das willst, dann mach das so, ne? Und wie gesagt, es kann sein, dass du das schrecklich vermisst, die alte Beziehung und aber ganz ehrlich, ey, also ich meine, du bist eine Mutter, aber das heißt ja nicht, dass du deinem, wenn mich jetzt wahrscheinlich wieder Leute verhassen, wenn ich das sage, aber da bist ja deinem Kind nicht schuldig, dass du eine Beziehung lebst, worauf die du unter Umständen keinen Bock mehr hast, so, ne? Das willst du deinem Kind auch nicht vorleben, ja, vielleicht mag das den Bonuspapa jetzt, aber ja, dein Kind wird schon überleben, wenn du dich da trennst. Und wenn du wirklich nachhaltig keinen Bock mehr hast, also das ist wirklich ein interessantes Thema, weil ich glaube, das Universum hat uns jetzt wirklich die Freiheit gegeben. Ne? Also und das ist manchmal eine Last, diese Freiheit. Du kannst dich wirklich frei entscheiden, ob du das Alte möchtest oder das Neue möchtest. Ne? Und weil Freiheit ist auch Verantwortung. Du musst die Verantwortung übernehmen. Aber die musst du in beide Richtungen. Wenn du da bleibst und dir ist kreuz langweilig über Jahrzehnte, musst du dafür die Verantwortung übernehmen. Wenn du dich trennst und du bereust es bitterlich nach 6 Monaten, das ist irgendwie ein elendiger Heiß- und Kaltverführer, der dich nach 2 Wochen wieder abschießt und dann alles ist hinüber und dein Freund will dich nicht mehr zurück. Ja, zieh deine Big Girl Pants an und suck it up und sag, hey, ich hab's entschieden, das waren die Konsequenzen, mich bereit zu tragen, weil du weißt, letzten Endes weißt du nie, was die richtige Entscheidung ist. Das muss man jetzt auch sagen, in deinem Alter würde ich vielleicht auch noch eher dazu tendieren, vielleicht mal Sachen auszuprobieren, als wenn du jetzt 30 Jahre älter wärst, so. Weil vielleicht, das kann, glaube ich, sehr frustrierend sein, wenn man
80, 90 ist und hat nicht genug ausprobiert im Leben und denkt dann, Alter, warum habe ich nicht mehr Sachen gemacht? Aber sehe das jetzt nicht als Ratschlag, sondern einfach nur Gedankenanstöße. Aber ja, und ich kann jetzt nicht sagen, dass sich das nachhaltig anfühlt mit der neuen Geschichte, wirkt auf mich, könnte gut sein. Und wir wissen ja alle, also auch wenn wir uns aus toxischen Beziehungen rausgearbeitet haben, es kann, glaube ich, nie wieder so werden, wie es mal war. Aber es heißt nicht, dass man nicht noch eine Anfälligkeit hätte dafür. Die bleibt, glaube ich. Also es wird, glaube ich, nie wieder so werden, wie du es vorher mal hattest. Also wenn sich das als toxisch entwickeln würde, würdest du, glaube ich, relativ schnell rausgehen. Aber dieses ganze Setup, sage ich ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Ne? Nicht schlafen können, kein gutes Zeichen. Und jetzt hast du aber genau das, was du vermisst hast. Du hast wieder Dopamin, 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 Dopamin. Und du hast deinen Toxometer wieder nach oben geslammt. Anstatt es vielleicht langsam hochzufahren, hast du es wieder in den 80er, 90er Bereich geslammt, ne? Aber ganz ehrlich, ich sage ja immer, wenn Leute sagen, ey, ich will meine toxische Beziehung nicht beenden, dann sage ich, go for it. Dein Leben, deine Entscheidung. Aber trag die Konsequenzen. Das wollen die Leute ja immer nicht, ne? Dann sage ich, hey, bleib doch da, trag die Konsequenzen. Ja, aber ich leide. Man, ja, hey, trag die Konsequenzen. Wenn du da bleiben willst, dann leide. Ne? Und wenn du nicht mehr leiden willst, dann geh weg. Es gibt leider oft keinen dazwischen. So, ne? Und vielleicht ist es auch eine Ausstiegsbeziehung. Ah, sorry, dass es auch immer so lange geht, aber finde ich wirklich spannende Frage. Vielleicht ist es auch eine Ausstiegsbeziehung. Vielleicht gehst du weg. Ihr habt 4 Wochen toxischen Sex und in der Bibliothek mit Eis holen um 22 Uhr. Alles fliegt auseinander. Und du sagst, ja, okay, war scheiße. Aber ja, bin auch wieder ganz froh, Single zu sein. Jetzt kann auch sein. Aber ich sage auch ganz ehrlich, auf der anderen Seite, so richtig gefällt mir diese neue Sache nicht. Es ist mir viel zu obsessive, heiß und kalt. Er spielt definitiv heiß und kalt. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass er das muss. Und es ist ein dunkles Masterpiece von Dating, was er hier gemacht hat. Wie gesagt, das ist ich will überhaupt nicht damit unterstellen, dass er das in irgendeiner Weise absichtlich macht. Aber es ist echt ein fucking dunkles Masterpiece, was er da hingelegt hat, wirklich, das muss ich schon sagen. Und das gefällt mir, da bin ich auch ganz ehrlich, das gefällt mir nicht so richtig. In diesem Sinne, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Macht die fucking Kurse und genießt eure Freiheit im Leben mit Verantwortung. Ciao.